Okay. Na, dann bin ich mal gespannt, ob ich neugierig bin. Oh mein Gott, die graben sich noch mehr. Schnell raus hier. Ah, da vorne ist ein... ist ein Katapult. Und ab geht's. So. Erstmal safe soweit. Yay, es katapultiert uns sogar bis nach draußen. Perfekt. So, wo müssen wir hin? Wir müssen irgendwo... ja, ganz ans Ende. Natürlich da, wo wir reingekommen sind. Ach du meine Güte. Was? Mir ist nicht kalt. Ich sitze hier warm. Warum ist dir kalt? Ist euch kalt? Boah, nee, jetzt mal ohne Witz. Apropos kalt, da fällt mir wieder ein. Naja, nicht wieder, aber wir haben Dezember. Ich meine, ganz ehrlich, das Jahr ging so rasend schnell zu Ende. Ne, Moment, wir sind ja noch gar nicht richtig. Aber, achso, gut, fahren wir noch ein paar Meter weiter vor, weil wir weiter eh nicht kommen. Es ist zum Mäusemerken manchmal. So, irgendwo hier, ah ja, genau. Und da oben dieses Dings da, dieses Stromnetz, haben wir immer noch nicht flachgelegt. Wir kommen noch nicht in dieses Gebäude rein. Ey, das möchte ich ehrlich gesagt auch noch irgendwann hinkriegen. Bevor der Inhalt der Kiste, ich glaube, da drin war, glaube ich, eine Waffenkiste, eine große, für mich gar nicht mehr zu gebrauchen ist. Hallöchen, ich hab da was für dich. Du hast keinen gefüttert, oder? Lade sie in die Rakete. Packe die Drescher in Raketen. Was ist da drin? Oh, Gesundheit. Perfekt. So, wo ist die Rakete? Ah, da soll ich sie reinladen, oder was? Okay. Was? Was? Watch your step. Oh, feuere die Rakete ab. Yippie! Ne, Moment, das muss ich ja hier machen. So. Tschüss! Tschüss! Die werden jetzt jede Menge Spaß haben. Die Sendungsverfolgungs-App auf diesem Echo zeigt an, dass die Rakete pünktlich ankommen sollte. Kammerjäger, sprich nochmal mit Simon. Er gibt dir deine Belohnung. So, das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Nee, es ist... wie pervers ist das eigentlich? Es ist jetzt schon wieder Dezember. Das Jahr 2014. So, naja, wie es im Prinzip ablief, ist schon wieder vorbei. Ganz ehrlich, ich kann gar nicht sagen, dass ich irgendwie fühlen kann, dass es wirklich vorbei ist. Ich wollte einen füttern. Sein soll, vorbei sein soll. Jetzt nur noch Pandora-Fleisch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das empfindliche Ökosystem Pandoras aus dem Gleichgewicht gebracht. Ach was, was sollen diese kleinen Racker schon ausrichten? Was haben wir denn hier drin? Oho, Level 9. Ja, ganz ehrlich, das lässt sich nicht mal gut verkaufen, Alter. Das ist ja mal $106. Nee, ganz sicher nicht. So, wo sollen wir hin? Achso, Traulesheim Glückerlein. Genau, ah, das ist ja die Quest, die da, ja, gewechselt hat. Na gut. Was haben wir denn hier? 15, 16. Wir machen erstmal 13. Das Untergeschoss. Finde Pickles Techgerät und natürlich auch den armen Harry. Ja, machen wir mal. Wir müssen dafür aber, glaube ich, tatsächlich das Gebiet verlassen. Genau, dann gehen wir gleich in die Richtung da hinten hin. Ich weiß nicht, könnt ihr jetzt irgendwie sagen, dass ihr das wirklich mit dem Gefühl leben könnt, dass es ja wirklich schon vorbei sein soll, dass es alles war sozusagen? Oder sagt ihr eher, ja gut, für mich war 2014, unabhängig davon, ob es ein Erfolg war oder nicht, ihr könnt natürlich auch gerne sagen, wie für euch das Jahr war, also sprich, ob es euch gefallen hat, ob es eher negativ belastet war. Titan Industrieanlage? Echt jetzt? Okay. Ah, stimmt. Da war was davon die Rede. Ich bin total auf meinen digitalen Keks. In der Nähe ist ein Sprungpad, das ich aktivieren kann. Benutzen wir eben das. Wahrscheinlich wurde es von Scavs dort aufgestellt, die heimlich nach Concordia rein und wieder raus wollen. Nein, wurde es nicht. Keine Ahnung, was das wurde. Ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Oh, warte mal, ist das eine...
Ah nee, ich komme wieder rein. Nee, ich persönlich muss sagen, ich finde jetzt 2014 nicht unbedingt gerade überaus negativ. Dennoch muss ich sagen, ich kann es eher nicht wirklich damit leben, dass es schon vorbei sein soll. Es ging so unendlich schnell irgendwie, dass es... Weiß nicht, ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht bereit für 2015, wenn man das mal so nimmt. Glaube ich. Habe ich manchmal das Gefühl irgendwie. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich bin in dem Punkt, glaube ich, selber so ein bisschen überfragt, aber wenn ich die Wahl hätte, dann könnte man wegen 2014 auch noch ein bisschen andauern. Ich weiß zwar nicht, was dabei rausspringen würde, ehrlich gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass mir das ein bisschen lieber wäre. Oh ja, hör mal, hört ihr mir jetzt? Hört ihr jetzt auf? Alter, scheiß Torx hier. Geht euch lieber in einer Bar ein ansaufen. Jetzt mal echt hier und so. Und sie hören nicht auf, Alter. Ich muss euch echt eins über den Kopf ziehen. Töte 1000 Feinde, 917 haben wir mittlerweile schon. Ey, geh mir nicht auf den Zeiger. Wo ist der andere Dreck? Alter. So, danke. Da oben hin finde den Eingang ins 13. Untergeschoss. Muss ich da wieder drüber? Ich glaube ja, oder? Lass es uns mal probieren. Es könnte funktionieren. Wenn nicht irgendwas total schief geht. Okay, ich komme hier gar nicht hoch. Das ist natürlich ungünstig, aber ja, perfekt. Dafür komme ich hier nicht rüber. Hä? Moment mal, gibt's hier Mechanismus? Ja, gäbe es wahrscheinlich. Warte mal, wir müssen da rein. Wie kommen wir da hin? Eigentlich durch die Tür da. Und eigentlich durch die Steuerkonsole. Warum es nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Wir machen mal hier unten den O2, die O2-Maschine an, dass wir auftanken können. Jetzt, ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Also sollen wir mal ganz leise anklopfen? Finde den Eingang ins 13. Untergeschoss. Jetzt mal eben schauen, was da in der Quest da drin steht. Pickle braucht eine Hilfe, um seinen Freund Harry zu finden, den er ins 13. Untergeschoss geschickt hat, um ihm ein Muster experimenteller Dahl-Technologie zu bringen. Keine große Sache also, nur ein mäßiger Haken. Es heißt, im 13. Untergeschoss spukt es. Keine Ahnung, ob das da spukt, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich will da einfach nur rein. So, da es hier rein ja scheinbar nicht zu gehen scheint. Oh mein Gott. Nee, da kann ich definitiv... Moment. Ja, da drüben gibt es ein Sprungpad nach hier drüben. Aber gibt es da drüben auch ein Sprungpad? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Ah, was ist das da drüben? Ein Eingang? Nein, leider nicht. Mist. Hat jemand den Eingang gesehen? Ich suche den Eingang. Wenn jemand einen verstört herumspringenden Eingang sieht, bitte zu mir schicken. Nee, jetzt mal ehrlich. Okay, wir schauen mal hier drüben. Vielleicht gibt es hier drüben irgendwo einen Zugang. Ich habe aber die Vermutung, ja, das nicht. Und ich glaube, wenn wir hier runterfliegen, werden wir sterben. Jämmerlich, unkreativ. Und, bah, das ist, aber ich kann die Konsole hier auch nicht bedienen, ne?
Müsste ich aber eigentlich, wenn ich da rein will. Gibt's vielleicht irgendwo eine Etage unten irgendwie? Nein, nicht, dass ich hier jetzt einen sehen würde. Lass mich mal da drüben schauen, vielleicht. Ne, es gibt kein gegensätzliches Sprungbrett. Und vor allem, ich werde hier wahrscheinlich auch gar nicht erst hochkommen. Habe ich die leise, aber kräftige Vermutung. Oh, 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 oh. Uff. Erschreckt mich doch nicht so, Abgrund. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Gut, ich glaube, wir müssen tatsächlich mal schauen, wie man da reinkommt. Bis jetzt weiß ich es nicht. Aber da drüber ging es ja nicht, ne? Es ging nicht hier drüber. Ich kam nicht über die Mauer. Das wäre eigentlich das Einzigste gewesen. Warte mal, was ist das da hinten? Ja gut, aber da gibt's halt auch nichts. Nix als, naja, nix und so. Nee. So kann das schon mal gar nichts werden. Das muss... Oh, nein, nicht runter, nicht runter. Ich will nach oben. Ja, pfui, jetzt strampel ich hier in dem Müll da rum. Warte mal, ich will eigentlich... Hörst du jetzt auf, mich runterzuschieben? Hörst du? Alter. Schiebt er mich die ganze Zeit hier runter. So, mal hier drüben schauen. Zack. Nach oben. Und noch einmal nach oben. Siehst du, ich komme da nicht hin. Das ist wie eine unsichtbare Wand. Und ich finde es scheiße. Das hätte man anders lösen können, ehrlich gesagt. Also, wie kommen wir da rein? Ihr könnt ja Vorschläge, wenn ihr es wisst, es gibt sicherlich ein paar, die wissen es von euch, in den Kommentaren posten. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle und ich glaube nicht, dass das hier ein Hinweis ist, oder? Naja, vielleicht kriegen wir es mit den Kommentaren hin. Ansonsten, tja, good luck for you, Darwish.